Wir brauchen ein eigenes Stadion als unsere Heimat. Rote Hölle FC Bayern, was dem Gegner hier dann eben draußen auch erwartet. Ich habe bis zum Schluss wirklich dran geglaubt. Deswegen war es vielleicht auch so bitter. Servus und hallo miteinander. Ich begrüße euch, wie ihr unschwer erkennen könnt, aus der Allianz Arena. Die vermisst euch in diesen Tagen natürlich ganz schrecklich und ich kann mir auch vorstellen, dass es dem einen oder anderen von euch fehlt, am Wochenende ein Fußballspiel im Stadion anzuschauen. Aber trotzdem wollen wir in diesen Zeiten was gemeinsam feiern, nämlich 15 Jahre Allianz Arena. Und genau darum wird es in diesem Insight gehen. Es gibt einen Menschen, der kann von sich behaupten, dass er so gut wie überall dabei war. Und das ist der Geschäftsführer der Allianz Arena. Ob Grundsteinlegung, Stadionumbau, Fußballspiele oder die Neugestaltung des Spielertunnels. Jürgen Muth war dabei. Um diesen Arbeitsplatz beneiden ihn so manche Fans. Natürlich ist die Allianz Arena kein alltäglicher Arbeitsplatz und auch der FC Bayern ist einfach ein nicht alltäglicher Club. Und in diesem Umfeld seinen Beitrag leisten zu dürfen, das macht mich stolz. Das ist das, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. So, hier ist er, Jürgen Muth. Im Interview haben wir dich gerade gehört, dass du gesagt hast, du hast sehr, sehr, sehr viel Spaß hier in der Arena. Das war vor 3 Jahren. Wie geht's dir denn jetzt? Hast du immer noch so viel Spaß hier? Ja, liebe Lisa, erstmal herzlich willkommen in unserem Wohnzimmer in der Allianz Arena. Ich freue mich sehr. Ich habe nach wie vor sehr viel Spaß, auch wenn natürlich die aktuelle Zeit eine schwierige ist und ich mich mehr gefreut hätte, wenn wir jetzt hier erst die Deutsche Meisterschaft gefeiert hätten und jetzt dann schon bald das erste Spiel von der Euro 2020 gehabt hätten. Das ist leider schade, aber wir hoffen natürlich, dass wir das in baldiger Zukunft auch wieder mit Fans hier alles abhalten können, so wie sich's ja auch gehört. Jetzt wollen wir mal ganz kurz an die Anfänge der Allianz Arena zurückgehen. Wie ist es denn damals abgelaufen? Ja, ich kann mich sehr gut erinnern. Ich durfte 2001 zu diesem Projekt stoßen und ab 2002 dann Vollzeit. Und es war ein Wettbewerb. Und wie dann eben die Verantwortlichen von Bayern und damals ja auch noch von 60 kamen und sich alle Arbeiten angeschaut haben, dann sind sie relativ zielsicher auf dieses Modell hier zugesteuert, weil es halt die Faszination hatte, dass es auf Knopfdruck seine Farben ändern konnte und wir damit die Vereinsidentitäten, aber auch eine neutrale, weiße Gestaltung auf die Fassade bekommen haben. Und dann bin ich als Ingenieur etwas zusammengezuckt, weil diese Fassade in der Form noch nie gebaut wurde und uns als Bauleuten klar war, dass wir da brandschutztechnisch vor große Herausforderungen gestellt werden. Und insofern im ersten Moment, aber natürlich war es ein wunderschönes Projekt mit tollen Architekten, Herzog de Meuron. 2784 rautenförmige Kissen, gefertigt aus einer Spezialfolie, bilden die größte und wohl auch bekannteste Membranaußenhülle der Welt und verleihen der Arena ihr einzigartiges Aussehen. Aus Sicherheitsgründen musste ein spezielles Brandschutzkonzept erarbeitet werden. Das Ergebnis überzeugte Experten und Sachverständige, wurde sogar prämiert. Im Mai 2004 bekommt die Arena den Deutschen Brandschutzpreis verliehen, die wichtigste Auszeichnung auf diesem Gebiet. Die ersten Brandversuche für das Konzept fanden aber nicht in München statt. Dafür machte sich das Arena-Team inklusive Münchner Einsatzkräfte auf den Weg nach Leipzig zum Testgelände. Morgens um 4 saßen wir in den Autos und sind nach Leipzig gefahren. Und dann standen wir vor dieser Fassade und dann haben die einen großen Holzstapel angezündet und wir haben wirklich nicht gewusst, wie diese Fassade brennt. Und am Ende des Tages... Das heißt, in Leipzig war da so ein Modell aufgebaut? Neun Felder aufgebaut und wir standen alle davor. Und dann hat man das brennen lassen. Und das Wichtige war eben, dass diese Fassade nicht komplett abbrennt, wenn eins dieser Felder brennt. Und der zweite Versuch war übrigens, dass ich den ersten und hoffentlich letzten Molotow-Cocktail in mein Leben geschmissen habe auf diese Fassade. Und was ich unterschätzt habe, der kam dann gefedert wieder zurück. Also diese Kissen haben auch einen Abwehreffekt. Genau, und dann kam diese brennende Fackel, oder es war eine brennende Bierflasche, die kam dann wieder zurückgeflogen und dann bin ich etwas gerannt und sie ist dann so 3-4 Meter hinter mir am Boden zerschellt und mich hat sie nicht erwischt. Aber das war etwas, was sehr, sehr spannend war, weil ohne diese Fassade wäre die Allianz Arena heute nicht das, was sie nun mal ist.
Das ist genau richtig, wie du sagst. Das ist natürlich auch eine wahnsinnig tolle Geschichte. Und wie das mit dem Bau sich so alles zugetragen hat, was da alles in dieser Frühphase der Arena passiert ist, das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an. Dass der FC Bayern ein eigenes Stadion bauen konnte, ist in gewisser Weise dem Architekten des Olympiastadions Günter Behnisch zu verdanken. Karl-Heinz Rummenigge erinnert sich daran, dass Behnisch keine Option für einen Umbau des Stadions sah. Mit diesem Veto war der Weg frei für den Bau eines eigenen Stadions. Am 21. Oktober 2002 wurde unter den Augen prominenter Gäste der Grundstein gelegt. Der Rohbau kommt gut voran, ist im März 2004 fertig, sodass mit der Montage der Kissen begonnen werden kann. Am 21. Oktober 2002, zwei Jahre nach Baubeginn, erstrahlt die Arena zum ersten Mal beim offiziellen Lichttest. Im April 2005 erhält die Arena ihren charakteristischen Schriftzug, bestehend aus bis zu 4 Meter hohen Buchstaben, ausgestattet mit modernster LED-Technik. Nur 12 Tage später wird die Allianz Arena offiziell an den Eigentümer Münchner Stadion GmbH übergeben. Der Spielbetrieb kann losgehen, den Anfang machen die Hausherren. Neben dem FC Bayern damals auch die Löwen. Der Ball rollt in der Arena zunächst bei nationalen Wettbewerben und 2006 winkt auch schon das erste internationale Großevent. Mit der WM war natürlich auch gleich der Fokus der ganzen Fußballwelt hier auf der Arena drauf. Und ich weiß noch, als wir mal einen Spieltag eben hier waren, da hast du mir erzählt gehabt, hier greift alles wie ein Rädchen in das andere. Wie war das denn damals bei der Eröffnung? Ja, mittlerweile behaupte ich ja, dass die meisten meiner grauen Haare aus der Öffnungszeit dieser Allianz Arena stammen, auch wenn sie noch ein bisschen nachgegraut sind. Aber es war eine enorme Herausforderung, innerhalb von 4 Tagen 3 Eröffnungsspiele zu haben. Es war insofern sehr spannend, weil wir hatten ja noch nie ein solches Stadion betrieben. Der FC Bayern hatte auch noch nie sein eigenes Stadion. Und wir waren auch noch alle relativ grün hinter den Ohren. Und wir haben vor kurzem darüber gesprochen, was uns am meisten gefreut hat. Es hat niemanden interessiert, wer sein Arbeitgeber ist und in welchen Verträgen er arbeitet, sondern jeder hat alles gemacht. Das einzige Ziel war, wir wollten erfolgreich mit dieser Arena an den Start gehen. Was war denn da jetzt in den 15 Jahren so der Moment oder die Momente, die bei dir am meisten Gänsehaut hervorgerufen haben? Ja, es ist schlimm, was ich sage, weil am meisten ist natürlich das verlorene Finale daheim bei mir im Kopf geblieben. Weil wir da einfach dafür gefiebert haben. Wir haben uns auf diesen Tag wahnsinnig gefreut. Und wenn wir jetzt weiter an die Fans, an die emotionalen Momente denken, dann ist ja auch im letzten Jahr was ganz Besonderes hier passiert. Denn das erste Mal seit Bestehen der Allianz Arena ist der FC Bayern am Spieltag am letzten Jahr hier Meister geworden. Wie hast du dann wiederum diesen schönen Moment hier erlebt? Ja, Zeit ist worden, wie man bei uns in Bayern sagt. Und da haben wir uns schon sehr gefreut, auch dass es mal ein Herzschlagfinale war. Und insofern war das auch eine ganz besondere Meisterschaft, auch mit einer ganz besonderen Feier da dann hinterher. Ganz, ganz viele schöne Momente gab es in der Allianz Arena, besonders emotionale Momente gab es hier. Und die besten und schönsten, die schauen wir uns jetzt nochmal kurz an. Meist waren die emotionalen Momente sportlicher Natur. Und das 5:1 durch wen? Durch den verrückten Robert Lewandowski. What on earth is going on now? Ribéry mit dem Antritt gegen Bruma. Ribéry 9:1. Alle 9 für die Bayern. Da ist er. Ja, da ist es. So geil. Und so ein großartiges Tor. Ein Legendentor von einem Fußballgott. Ribéry, Ribéry. Was für ein Tor. Doch manchmal sorgte auch das Rahmenprogramm ungewollt für einen denkwürdigen Moment. Vor allem ist die Arena aber die Bühne der großen Sportler, die mit ihrem Können den FC Bayern von Titel zu Titel getragen haben. Ein besonderes Highlight 2019. Die erste Meisterschaft, die am letzten Spieltag im heimischen Stadion gefeiert werden durfte. Ebenso das 120-jährige Vereinsjubiläum inklusive der Wahnsinnschoreografie der Fans im Jahr 2020. Der Ort, an dem die Bayernhelden gemeinsam mit ihren Fans die größten Erfolge feiern, ist gleichzeitig die Kulisse für Abschiede. 2008 sagt der Titan in der Arena Servus. 10 Jahre später Bastian Schweinsteiger. Leistungsträger wie Philipp Lahm, Arjen Robben, Franck Ribéry oder Rafinha werden im Rund der Arena zum letzten Mal im Trikot des Rekordmeisters gefeiert. Die Arena ist mehr als nur ein Stadion.
Spätestens mit der Eröffnung des FC Bayern Museums im Jahr 2012 ist sie auch ein Hort der Erinnerung. Es ist schon was Besonderes. Als Bayern-Fan muss man das mal erlebt haben. So viele Jahre, von 1900 bis jetzt, und es ist schon extrem krass. Ich bin über 40 Jahre Bayern-Fan und es ist ein einmaliges Erlebnis für mich. 2017 steigen die Münchner Löwen aus der ersten Liga ab. Was folgt, ist der Umbau der Arena nach dem Auszug. Bayern allein zu Hause. Und dann haben halt alle die Köpfe zusammengesteckt und haben nach einer Lösung gesucht, die dann einfach bedeutet, dass wir dann eben zum Glück nicht nur alleiniger Hausherr sind, sondern dann natürlich auch die Möglichkeit hatten, was du jetzt hier im Hintergrund siehst, die Allianz Arena endlich als FC Bayern Stadion, als FC Bayern Arena, als Heimat der Fans des FC Bayern zu gestalten. Wie wichtig war euch auch bei dieser Umgestaltung, das Thema Umwelt nicht außen vor zu lassen? Man hat früher immer das Thema Nachhaltigkeit nur unter dem Wirtschaftlichkeitsaspekt gesehen. Und wenn etwas nicht wirtschaftlich war, hat man es nicht gemacht. Heute gibt es ganz andere Gründe, nachhaltig zu sein. Und die sind auch für den FC Bayern mittlerweile sehr stark im Fokus. Sehr zur Freude aller Fans, weil die alten Stühle sind ja natürlich nicht weggeworfen worden. Wie lange hat es gedauert, bis die ausgesucht waren? Ja, sie waren nach 4 Wochen alle weg. Und wenn du jetzt mal ab und zu München, Landkreis, Oberbayern irgendwo unterwegs bist, dann schau mal in die Gärten. Du siehst immer wieder unsere Stühle und es freut mich sehr. Nicht nur der Innenraum wurde über die Jahre neu gestaltet. Im Kioskbereich sind jetzt Bilder mit integrierter Augmented Reality. Fans können die Bilder scannen und erhalten Infos zur Abbildung. Solche Ideen entstehen mitunter auf Hackdays, eine Art Technik-Convention für kreative Köpfe. Auch der FC Bayern hat so ein Event 2018 in der Arena veranstaltet. Bei so viel Begeisterung für Technik und Fortschritt vergeht kaum eine Sommerpause ohne Modernisierungsmaßnahmen. Die Kapazität wurde über die Jahre erhöht. Eine leistungsstarke Stadionbeleuchtung mit Entertainment-Optionen eingebaut. Der Spielertunnel wird im September 2019 modernisiert. Ich finde, das ist toll geworden. Ja, das ist so ein bisschen, ich sag mal, in Anführungszeichen rote Hölle FC Bayern, was dem Gegner hier dann eben draußen auch erwartet. Draußen fällt eine Neuerung besonders auf. 2017 setzt die Arena Maßstäbe in Sachen Video Wall. Im Außenbereich wurden die Bildschirme an den Kassensystemen gegen moderne, leistungsstarke LED-Screens ersetzt. Doch das war noch nicht alles. Was sind für dich denn so die wichtigsten Maßnahmen, die in den letzten Jahren ergriffen worden sind, wenn es ums Thema Umbau geht? Mal abgesehen jetzt von der Innenraumumgestaltung. Also extrem wichtig halte ich die Logistik an den Kiosken und an den Parken. Weil wenn man diese berühmte Customer Journey macht, wie bewegen sich unsere Fans zum Stadion? Wie bewegen sie sich in dem Stadion? Was sind die Punkte, die sie interessieren? Dann ist mal das Allerwichtigste, du brauchst eine gute Atmosphäre. Die haben wir seit 2005. Das Zweite ist, du brauchst eine gute Logistik. Der Fan muss sich hier wohl und sicher fühlen. Es muss für ihn komfortabel sein. Beispielsweise in den Parkhäusern, wo wir jetzt die Möglichkeit Kennzeichenerkennung eingeführt haben, dass du völlig locker immer noch ohne Schranke zu reinfährst und rausfährst, er erkennt dein Kennzeichen. Vorher hast du mit der Kreditkarte bezahlt. War ein weiterer Punkt, dass wir jetzt unser Zahlsystem geöffnet haben. Dass dieses geschlossene Payment ist aktuell noch bei uns möglich, aber auf Dauer werden wir offene Systeme haben, dass du mit Apple Pay bei uns an den Point of Sales, also an den Kassen, entsprechend zahlen kannst. Wie sehr schmerzt es, dass jetzt die 15 Jahre in einem leeren Stadion gefeiert werden müssen? Natürlich wäre es schön gewesen, wenn wir hier letzte Woche die deutsche Meisterschaft mit dem FC Bayern hätten feiern können. Und jetzt wären wir in der Vorbereitung für die Euro. Ja, da ist Traurigkeit dabei. Aber jetzt schauen wir nach vorne. Ich kann nur hoffen, dass diese Saison jetzt erfolgreich zu Ende gespielt wird. Und dass insgesamt überhaupt die Saison zu Ende gespielt wird. Und natürlich dann die große Hoffnung, dass es vielleicht nicht mal allzu lang dauert, bis wir dann auch die Fans wieder bei uns in der Allianz Arena begrüßen dürfen. Das hoffen wir natürlich alle, denn eins steht fest, die Arena ist nur dann auch das Wohnzimmer des FC Bayern München, wenn ihr als Fans alle auch hier mit dabei seid. Deswegen, Jürgen und ich, wir verabschieden uns jetzt schon mal an der Stelle und wollen den letzten Teil 15 Jahre Allianz Arena mit euch feiern. Das heißt, mit euren Aussagen, mit euren Bildern und mit euren Emotionen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Tschüss. Mir gefällt es in der Allianz Arena. Ich fühle mich wohl. Ein Stück zu Hause. Umso näher wir
zur Arena ins Wohnzimmer kommen, dann kommt schon das Kribbeln. Der Moment, wenn man reinkommt, der ist schon überwältigend. Man kann sich noch mehr mit dem Verein identifizieren. Das ist das, was ein Verein einfach braucht.